Nun also ist es offiziell. Donald Trump will es noch einmal wissen. Im kommenden Jahr will er sich erneut der Wahl zum US-Präsidenten stellen. Überraschend kommt seine Ankündigung nicht. Sorgt dafür, dass Amerika großartig bleibt, so soll das Motto seiner Kampagne lauten. Und das will wohl sagen, groß gemacht hat er nach eigener Überzeugung die USA bereits. Trumps Bilanz als Präsident fällt indes äußerst durchwachsen aus. Ja, die Wirtschaft läuft, die Arbeitslosenquote ist gesunken und seine Wähler werden ihm das danken. Wie lange aber der Boom, auch getragen durch Handelskonflikte mit offenem Ausgang, noch anhalten wird, ist eine offene Frage. Und auch andere Versprechungen, wie etwa die Grenzmauer zu Mexiko, sind ja noch nicht umgesetzt. In der Außenpolitik hat Trump, und das muss man zugeben, wieder Bewegung in lange verkrustete Konflikte gebracht, etwa im Fall Nordkoreas. Durch die Kündigung des Atomabkommens mit dem Iran hat er dagegen einen alten Konflikt nochmal neu befeuert und er hat zusätzlich einen weiteren Keil zwischen die USA und die europäischen Partner getrieben. Dennoch sollte man sich wohl auf weitere 4 Jahre Donald Trump einstellen, also noch 4 weitere Jahre Twitter-Dauerfeuer, Polemik, Zynismus, Populismus und Nationalismus. Ob es den Demokraten gelingen wird, im Wahlkampf Trump zu besiegen, das ist noch viel zu früh zu beantworten. Es scheint ja, als ob der frühere Vizepräsident Joe Biden gute Chancen auf eine Kandidatur hätte. Aber Trumps Anhänger sind wild entschlossen und so sollte sich niemand wundern, wenn im November des kommenden Jahres der Sieger der US-Präsidentschaftswahl wieder Donald Trump heißt.